herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch meinen selbstgebauten Wachsanzünder vorstellen. Er ist gebaut aus ein wenig Watte, Wachs, einem Zahnstocher und etwas Bindefaden. Er ist vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders für den Outdoor-Bereich, da er leicht zu verstauen ist. Er ist leicht herzustellen und er ist auch leicht mit einem Zündstall zu entzünden. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich den angebaut habe. So, zunächst habe ich mir aus einer alten Dose und einer alten Schiene einen Wachsschmelzer gebaut. Ich habe hier mit einem Seitenschneider in die Dose gesägt, hier eine Schiene reingelegt und hier unten kommt eine Kerze anschließend hin. Sieht ungefähr so aus. Die Kerze wird angezündet, sie erhitzt die Schiene, wodurch die Schiene heiß wird, und wenn man hier oben Wachs drauflegt, läuft dieses durch, wird flüssig und kann anschließend hier unten entnommen werden. Wenn man so etwas nicht zur Verfügung hat oder einfach keine Lust hat, sich so etwas zu bauen, kann man auch einen Löffel nehmen, Wachsbrösel reinlegen und diesen über eine Kerze halten. So, jetzt zur Praxis. Ich zünde einfach einmal die Kerze an. Stelle den Schmelzer drauf, lass die Schiene etwas erhitzen, nach einem kurzen Cut geht's weiter. Okay, jetzt hat sich die Schiene erhitzt und wie ihr gesehen habt, habe ich hier unten schon Watte hingelegt. Ich habe ganz normale haushaltsübliche Watte benutzt, habe sie etwas zerfasert und in einem sanften Kissen hier vorgelegt. Jetzt legt man Wachsbrocken, wie man sie von einer Kerze bekommt, oben auf die Schiene. Sofort schmilzt das Wachs, wird flüssig und läuft hinunter in die Watte. Dies kann jetzt einige Zeit in Anspruch nehmen. Da dies jetzt zu lange dauern würde, machen wir hier einen kurzen Cut. So, das Wachs läuft jetzt schön flüssig durch und tropft hier unten langsam in die Watte. Wir brauchen eigentlich nicht viel für diesen Anzünder. Ich warte jetzt noch einige Zeit lang, bis noch ein bisschen Wachs eingeflossen ist. Die Arbeitszeit für einen solcher Anzünder beträgt, wenn das Gerät einmal heiß ist, so 30 Sekunden bis eine Minute. Es ist eigentlich wirklich sehr simpel aufgebaut. So, jetzt geht's weiter im Text. Nun ist das Wachs durchgeschmolzen und ihr nehmt diese Watte, einen normalen handelsüblichen Zahnstocher, und stecht ihn hier rein. Dadurch, dass das Wachs noch heiß ist, lässt sich diese Watte eigentlich beliebig formen. Sollte es allerdings nicht gescheit halten, kann man hier auf der Schiene oder unterhalb noch etwas Wachs nachholen, um das Ganze zu befestigen. So, jetzt haben wir eigentlich den heißen Teil in Anführungsstrichen beendet. Wir haben jetzt hier diesen Wachsanzünder in der Rohform. Und jetzt werden sich manche wahrscheinlich fragen, warum will der nochmal Watte rummachen? Ja, ganz einfach, weil so wie das Teil jetzt ist, kann man schlecht einen Zündstall entzünden. Und wie bekanntlich ist ja Watte ein sehr guter Anzünder. Ich teste es mal kurz.
es brennt. So. Und das wollen wir hier bei diesem Anzünder auch erreichen. Deshalb nehmen wir noch einmal Watte und den Bindfaden. Und den Bindfaden schneide ich mir eben ein Stück ab. So, schneide ich mir jetzt ein Stück Bindfaden ab. Hier. Dann nehme ich die Watte und lege sie hier oben drüber und stecke sie. Und steck sie auf den Zahnstocher. So, jetzt nehme ich den Bindfaden, drehe ihn hier rum und mache einen handelsüblichen Hausfrauenknoten. So, ein Doppelknoten, damit es auch nicht aufgeht. So, ja. Jetzt hier oben noch ein bisschen zerfransen, damit man es auch schön anzündet. Und ja, das ist er. Das ist er, der Anzünder. Und jetzt habe ich mir überlegt, und jetzt testen wir den Anzünder noch ein bisschen. Man nimmt einfach den Zündstahl und zündet die Watte an. Und schon kann man erkennen, es ist wunderbar brennt. Die Watte im Inneren hat wie eine Kerzenfunktion. Sprich, das Wachs wird heiß und verbrennt wie bei einer Kerze. Wie man sehen kann, brennt es jetzt wunderschön. Ja, das war's von diesem Video. Bis zum nächsten Mal, euer Outdoor Channel.